Der nächste Redner. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, das sich in der Rezession befindet. Arbeitsplätze werden massenhaft vernichtet. Bei ThyssenKrupp und VW bangen Zehntausende Beschäftigte um ihre Zukunft. Ford streicht 4.600 Stellen, der Automobilzulieferer ZF 14.000, Bosch 3.800, SAP 2.600, Bayer 3.200, BASF 3.300, die Deutsche Bahn 30.000. Und das sind nur wenige Beispiele von den Hunderttausenden Arbeitsplätzen, Herr Habeck, die Sie in Ihrer Regierungszeit vernichtet haben, indem Sie nämlich dafür gesorgt haben, dass wir in Deutschland die höchsten Steuern, Abgaben und Energiepreise auf der ganzen Welt bezahlen müssen. Analysten haben ganz klar gezeigt, dass allein der Ausstieg aus der Kernenergie Deutschland 600 Milliarden Euro gekostet hat. Und McKinsey hat berechnet, dass ihre asoziale Energiewende mit Heizungshammer, Dämmwahn, Windradirrsinn und Verbrennerverbot die Menschen in Deutschland bis 2045 6.000 Milliarden Euro kosten wird. Das sind unvorstellbare 75.000 Euro pro Kopf der Bevölkerung. Die höchsten Energiepreise der Welt sind also nicht Gott gegeben, sondern das direkte Ergebnis ihrer weltdümmsten Energiepolitik. Das alles kann kein Mensch mehr bezahlen. Sie pressen die Menschen aus bis auf den letzten Cent. Vom Gehalt bleibt nur die Hälfte netto übrig. Darauf zahlen wir dann noch 19% Mehrwertsteuer. Dazu kommen Energiesteuer, Mineralölsteuer, CO2-Steuer, Stromsteuer, Kaffeesteuer, Versicherungssteuer, Kfz-Steuer, Grundsteuer und so weiter und so weiter. Also eine Steuerlast von rund 75%. Das heißt, wir arbeiten jedes Jahr bis zum Oktober einzig und allein für diese unfähige Ampelregierung. Und Sie treiben die Steuern ja auch noch immer weiter in die Höhe. Die nächste Erhöhung steht mit der CO2-Steuer ja direkt schon vor der Tür. Noch nie hat die Regierung den Menschen so viel Steuern abgenommen wie heute. 1.000 Milliarden Euro. Und ihnen reicht es immer noch nicht, weil sie unser Geld in alle Welt verschenken. Fahrradwege in Peru, Erikscha-Führerscheine in Indien und hunderte Millionen an das Terrorregime der Taliban. Ihre Regierungspolitik ist es, so viel Geld wie nur irgend möglich aus Deutschland rauszuschaffen. Und dabei ist es Ihnen auch völlig egal, ob es verschwendet wird. Hauptsache, es steht den Deutschen nicht mehr zur Verfügung. Wir werden diesen Irrsinn beenden. Für die SPD-Fraktion hat das Wort Verena Huberts.